Hallo und ganz herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part Starfield. Ich muss mich beeilen, Barrett hält nämlich erstmal die Ansprache zum Tod von Sarah. Da hören wir doch erstmal zu und dann erzähle ich euch, was wir beim letzten Mal gemacht haben. Wir verwesen, werden von Insekten und Mikroben gefressen. Oder wir werden mangels einer Biosphäre einfach von Raum und Zeit fortgetragen, bis wir in einer fernen Sonne verglühen oder in ein Gravitationsfeld gezogen werden und mit irgendwelchen Trümmern zusammenwachsen. Kein schöner Gedanke, was? Ich sehe das nicht so. Für mich ist der Gedanke viel unangenehmer, dass nach meinem Tod das Universum einfach stillsteht. Stell dir das mal vor, dass das Universum weitermacht, das Leben weitergeht. Dass nicht alles stillsteht. Das ist genau der tröstliche Gedanke, den ich brauche. Ja, wir sterben. Manche von uns früher, als wir sollten. Aber das Universum kümmert das nicht. Denn es ist unendlich. Es dehnt sich immer weiter aus. Und wer würde nicht Teil der Unendlichkeit sein wollen? Selbst für eine kurze Zeit. Wir machen uns keine Sorgen um uns, bevor wir geboren werden, oder? Natürlich nicht. Wir tauchen aus dem Universum auf und verschwinden dann wieder darin. Und kurz sind wir zusammen hier. Nun, ja, eine wirklich interessante Perspektive, Barrett. Interessant würde ich auch sagen, dass die ist. Was hat aber Noelle hier hinten mit ihrer Laufbewegung? Das sieht auch lustig aus. Kommt jetzt noch einer? Ich glaube, das war's, gell, wenn er geht. Dann wird es das gewesen sein. Genau hier waren wir beim letzten Mal stehen geblieben. Da haben alle ihre Ansprache gehalten, wir auch. Deswegen musste ich mich jetzt beeilen, hier die Anmod zu machen, damit das alles hinhaut und wir so viel wie möglich hören. Interessante Ansprache auf jeden Fall. Wir haben aber nicht nur das beim letzten Mal gemacht. Wir waren auch noch auf dem Schiff der Gesandten. Da wissen wir jetzt, dass es Sarah aus einer anderen, also einem Paralleluniversum bzw. einer Parallelgalaxie ist. Ich muss sagen, ganz durchblickt habe ich das immer noch nicht. Es ist auch einiges an Zeit vergangen, seit der letzten Aufnahme, gut 3 Wochen. Das lag hier mit dem Umbau zusammen. Ich habe es mal in City Skylines erklärt, Partnummer, ich glaube 17 war es. Darum, dafür musstet ihr hier nicht mitmachen, wie der Ton schlechter ist. Jetzt sollte er mittlerweile auf einem ziemlich ähnlichen Niveau sein zu vorher. Gut, wir müssen aber mal gucken, was sind unsere Missionen. Machen wir die Hauptquest gleich weiter. Letzte Eindrücke. Oder Geheimnis der Erde. Woher haben wir das? Der Gesandte hat mir einen Schlüssel zu einer Basis auf Loon, dem Mond der Erde, gegeben. Angeblich kann ich dort mehr über die Artefakte herausfinden. Dann würde ich das mal für diesen Part machen. Das hört sich doch spannend an. Ich hatte eigentlich vor, auch in der Zwischenzeit tatsächlich mal ein Schiff zu bauen. Problem ist, ich muss erstmal mein Mikro richten. Problem ist, genau an dem Tag, wo ich das machen wollte, kam ein neues Starfield-Update raus. Ich glaube, jetzt gibt es DLSS-Support. Für alle mit Nvidia-Grafikkarten. Ich habe ja eine von AMD. Wo müssen wir hin? Hier hin. Genau, und dann kam ein Update raus und dann haben die Mods nicht funktioniert und ich konnte das Spiel nicht mit dem Mod-Launcher starten. Also Starfield, irgendwas, Editor oder Exe oder was auch immer, was die Mods oder ein paar Mods brauchen. Sowas wie der Achievement Enabler und ich glaube Richer Merchant braucht das auch. Ja, dadurch konnte ich nicht ins Spiel, konnte nichts bauen und dann, ja, haben wir immer noch dasselbe Schiff, aber ich schau mal, dass wir vielleicht wirklich... Was bist du? Ich gehe da erstmal hin. Dass wir in Zukunft mal ein großes C-Schiff haben. Ich wollte ja auch erstmal in den Cockpit-Modus da gehen. Und dort ein bisschen trainieren. Aber das Spiel sagte so nö. Sagte einfach nein. Gut, was haben wir hier? Also es ist ein Schiff. Aber wir sehen noch keine Gegner, gell? Ich gehe mal hin. Vielleicht ist das auch ein Schiff, was unsere Hilfe braucht. Das gibt's auch. Oder es ist ein Schiff, was gleich wieder abhebt. Kann man auch machen. Irgendwie läuft smooth. Ich bin mir nicht ganz sicher. Es hat sich gerade ein bisschen ruckelig angefühlt. Schauen wir mal einfach, was jetzt hier ist. Ich bin gespannt. Ja, wir müssen, glaube ich, erstmal... Ja, wobei, wir können springen. Na? Ja. Na komm.
Na komm, bitte, bitte. Nein, ich muss außen rum. Wobei, wir könnten eigentlich auch zum Schiff reisen. Aber so geht's. So geht es. Ich finde es ja immer interessant, mit was für einer großen Aufnahmedatei, wenn ich rüber gucke, OBS das aufnimmt, das Spiel. Ich bin gerade bei 500.000 Kilobits die Sekunde. Und bin jetzt schon bei, wir sind 5 Minuten in der Aufnahme, bei einer insgesamten Dateigröße von 11 GB. Hey, ich muss da echt mal was machen. Oh, geöffnet mit Mondspaßenschlüssel, schön. Das heißt, da dürfte keiner drin sein. Mal gucken. Ja, aber ich hoffe, die Aufnahmequalität ist gut. Ich muss mal einfach rumtesten, was da bis wohin ich gehen kann. Weil ich habe einfach ein Qualitätspreset sozusagen. Ich sage, nimm in, keine Ahnung, Qualität 18 oder so auf. Dann wählt er die Rate selber. So, Nova Galactic Forschungsstation Voltaire. Ich möchte das Forschungsteam daran erinnern, dass es sich bei Voltaire um einen streng geschützten Supercomputer handelt, der aktuell nur für das Projekt Prisma zur Verfügung steht, nicht für persönliche Projekte. Es macht zwar Spaß, die Dezimalstellen von Pi zu berechnen, Bitverschlüsselung zu erzwingen oder Tischtennis zum perfekten Aerodynamik zu simulieren, so. Aber dafür ist es später noch, Zeit. Fürs Erste sollten wir uns alle darauf konzentrieren, die Frist einzuhalten. Wir arbeiten zusammen mit unseren Kunden und Partnern an einer unglaublichen Raumfahrttechnologie. Bei einem solchen Projekt sollte einem nicht langweilig werden. Start des Projekts Prismas. Es freut uns, das erste Testsystem von Projekt Prisma für heute anzukündigen. Bitte erscheinen alle im Raum Anzug auf dem Dach um 9 Uhr EDT. Das ist die Uhrzeit wahrscheinlich vom Earth Date Time? Maybe. Und bitte stellt eure Uhren alle auf Eastern Daylight Time. Okay, ein. Unser Partner wird per Funk live dazugeschaltet sein. Wir zeichnen dieses Ereignis auf, also benehmt euch entsprechend. Wichtig. Kennt man noch aus Corona-Zeiten, wie Leute sich auf Zoom und so verhalten haben. Vielleicht wichtig, das da dazu zu sagen. Das scheint der Supercomputer zu sein. Ich muss sagen, für einen Supercomputer ist er, glaube ich, ziemlich klein. Wenn man aktuelle Supercomputer anschaut, sind die, glaube ich, deutlich größer. Wir müssen erstmal gucken, was können wir hier looten. Erstmal gucken, hier mehr handeln. Die will ich aber noch nicht. Nichts, glaube ich, von irgendeinem Wert hier. Zumindest erkenne ich das dann noch nicht. Oder ich habe es verlernt, das zu sehen. Das geschulte Auge war vielleicht mal. Hier können wir noch rein. Gibt es hier irgendwas? Ich erkenne auch hier nichts. Merkwürdig. Okay. Dann. Warum sagt das Spiel da lang? Okay, das Spiel zeigt mir den Weg gar nicht richtig an. Achso, wir könnten hier hoch, aber dann lass erstmal dahinter. Da sehe ich nämlich was. Vielleicht auch noch nicht verlernt. So, was haben wir hier? Credits. Die nehme ich natürlich gerne mit. Sacken wir ein. Hier haben wir auch noch was. Credits und Toxin. Wofür war Toxin nochmal? Keine Ahnung. Wir nehmen es mit. Gehen wir mal hier hinter. Okay, hier kommen wir wieder raus oder rein. Dann gehen wir mal hier hoch. So groß ist die Forschungsstation anscheinend gar nicht. Oh, hier ist aber... Hui. Das sind immer Behälter, die zeigen an, man ist am Ende. Die gibt es auf Raumstationen auch zum Beispiel. Dann weiß man meist eigentlich durch damit nach dem Boss kommen die nämlich. In dem Fall interessant, dass das hier... Oh, ich habe keine Dietriche. Ich erinnere mich dran. Warte mal, wir müssen hier hoch. Ist das draußen? Ich gehe mal da hinten raus. Dann haben wir beide Eingänge gesehen und genutzt. Aber interessant, dass das Ding hier verriegelt ist. Und das ja doch auch. Dass beide verriegelt sind. Ich frage mich auch gerade, was wird wohl der Speedrun-Rekord sein für das Spiel? Wahrscheinlich mit irgendeinem Bug ziemlich schnell. So, Aufnahme abspielen. Hochfahren der Maschinen fast abgeschlossen. Gesamtzeit 5 Minuten 22 Sekunden. Alles nach Plan. Was ist mit den Helium-3-Ventilen, Nova? Die haben wir uns wegen angeblicher Lecks heute Morgen angesehen.
Alles auf grün. Irgendwelche Änderungen an Voltaires Berechnungssequenz? Keine Änderungen seit dem Hochladen der neuesten Zahlen. Sauberer Schuss von hier bis Jupiter. Eines Tages wird der Computer an Bord des Raumschiffs sein. Stell dir das vor. Ein Wunder der Wissenschaft nach dem anderen. Countdown in 5, 4, 3, 2, 1. Canaveral, empfangt ihr mich? Klar und deutlich, Nova. Anzeigen sehen gut aus. Das Schiff müsste jetzt um den Jupiter kreisen. Visuelle Bestätigung möglich in 32 Minuten. Die Lichtgeschwindigkeit ist auch nicht mehr das, was sie mal war. Wie ist es so, die Gesetze der Physik zu brechen, Canaveral? Hier unten bei der NASA sind wir alle ziemlich begeistert. Begeistert genug, um mir zu sagen, wo ihr die Originaldaten habt? In einer Million Jahren nicht, Nova. Begib dich zur NASA. Auf die Erde oder wohin? Ich habe nicht ganz verstanden, was der Plan jetzt war. Irgendein Raumschiff haben sie jetzt um Jupiter war es, glaube ich. Ja, Jupiter. 32 Minuten logischerweise, weil Licht braucht ja auch seine Zeit. Ja, tatsächlich, wir müssen auf die Erde. NASA-Startrampe, ist das eigentlich richtig? Ja doch, wenn hier London ist, könnt hinkommen. Bin ich mal gespannt. Besuchen wir die NASA einfach mal. Schon interessant eigentlich. Finde ich. Okay, es ist nur noch das hier übrig geblieben. Schade. Weil eigentlich wäre da echt noch mehr möglich. Aber ich finde es fast. Huch, ach ja, wir haben hier mit Tee noch so ein. War das mit Tee? Gewicht heben? Oh, wir haben. Moment mal. Wie konnte ich das? Ah, mit Z. Nicht mit T. Dürfte fast ein bisschen heller sein gerade. Wäre. Wo ist eigentlich mein Schiff da hinten? NASA-Startrampe. So. Na komm. Was ist eigentlich. Also, wir haben ja schon mal die Geschichte der Erde gehört. Liegt das daran, dass die Atmosphäre verloren gegangen ist, dass hier auch überall so Staub ist? Oder wie kam das? So, wir müssen da hoch. Ich würde... Ach ja, wir haben hier normale Gravitation. Ich habe vergessen, wir sind auf der Erde. Ja, dann suchen wir mal einen Aufgang. Wir müssen natürlich laufen. Ein Aufzug wäre auch zu schön. Hier können wir rüber... Dann würde ich hier lang. Solange es nach oben geht, ist es, glaube ich, immer gut. Ich mache mal Licht. Damit ihr auch ein bisschen mehr seht. Ich glaube nicht, dass hier wirklich Items liegen, die wir gebrauchen können. Daher lassen wir das gleich mal. Oder gibt es hier was? Ja doch, hier gibt es was. Fasern, 5 Stück. Hört sich jetzt nicht sehr wertvoll an, wenn ich ehrlich bin. Ah, hier ist noch was. Kein direkter Weg zu sehen. Dichtmittel. Wie wär's mit Dietrichen? 6 Dietriche. Das, darüber hätte ich mich gefreut. Müssen wir mal wieder, wenn wir in der Stadt sind, unbedingt welche kaufen. Ich hoffe, ich denke dran. Gut, dann waren wir in 05 und gehen jetzt mal dahin, wo wir müssen. Glaube ich, betritt die NASA-Anlage. Oh, das... Dann ist doch cool. Ach, mit dem Aufzug hier, der dann runtergeht. Okay. Ich verstehe. Hallöchen. Energie erforderlich. Knopf. Und wie schalte ich die Energie ein? Mit NASA-Zugangscode. Energiezelle. Das sieht gut aus. Schwereloses Draht, destilliertes Wasser. Okay, das heißt, man kommt hier wirklich... Ich nehme mal die Notfallenergiezelle mit. Man kommt hier wirklich nur mit dem Zahlencode über die Story hier rein. So, aktivieren. Und ab geht's ins NASA-Quartier. Na, jetzt. Ich bin gespannt. Leben dürfte da wahrscheinlich keiner mehr. Aber vielleicht finden wir mehr raus.
NASA, ja, ich halte L, um die Taschenlampe ein- oder auszuschalten, ja, ich weiß. Ich habe es mir ein bisschen schöner hier vorgestellt. Wenn ich ehrlich bin, dann habe ich gedacht, dass die Sachen zumindest noch modern sind. Mir fällt aber immer wieder auf, Fester, es sind ja auch die Macher von Fallout, wie gerne die so kaputte Sachen bauen. Also im Vergleich dazu, was ganz ist in den Spielen, sind mehr Sachen kaputt, glaube ich. Oder wirken kaputt. Aber es ist schön hier mit den Details von NASA. Das ist schön, weil nirgendwo sonst sind mir die Kisten aufgefallen. Vielleicht gibt es die natürlich noch woanders, aber dann sind sie mir nicht aufgefallen. So, ich nehme das mit. NASA Notizbuch. Lassen wir mal. Wo kommen wir hier lang? Auch coole Tür. Muss ich da lang? Das werden wir gleich sehen. Ich gehe erstmal an den Computer. Forschungscomputer der NASA. Startmaßnahmen. Bitte denkt daran. Oh, schön auch mit dem anderen Design, weil es natürlich noch älter ist. Bitte daran denken, die letzte Überprüfung der Vitalwerte und der Anzüge ist von der größten Wichtigkeit zugegeben. Es ist inzwischen sicherer und wir befördern mehr Personen als früher, doch das Leben dieser Menschen liegt noch nach wie vor in unseren Händen. Gerüchten zufolge soll der nächste Start abgebrochen werden. Sorgen wir dafür, dass es ein Gerücht bleibt. Geht immer vom Ernstfall aus. Durch eure Professionalität wird die Raumfahrt ein bisschen sicherer und wir sind auf jedes bisschen angewiesen. Zugangsstation, Logbücher, Fehler, Archiv beschädigt, Systemwiederherstellung läuft, Archiv teilweise hergestellt. Stationslogbuch. Dr. Judith Tatienne. Die Lieferung vom Mars ist... Ist das das jetzt? Ich hatte Gesteinsproben oder vielleicht versteinerte Mikroben erwartet. Stattdessen kommt Dr. Viktor Eiser mit zwei Leuten vom Militär. Alles, was sie mitbrachten, ist unter Verschluss. Was will ein theoretischer Physiker mit einer Probe vom Mars? Ich mache nochmal das, damit Station wir sicher sind. Logbuch. Ah ja, okay, passt. Die Lieferung vom Stationslogbuch. Dr. Judith Tatienne. Ich habe versucht, mich bei Dr. Eiser, Viktor, einzuschmeicheln, um an Infos zu kommen. Sein Team hat eines der Labore beschlagnahmt und die zwei Militärs kontrollieren, wer hinein und hinausgeht. Als ich gescherzt habe, dass er wohl ein kleines grünes Männchen seziert, ist er kreidebleich geworden. Zwei Tage später bittet er mich um mehr Informationen zu meinem Hintergrund in Materialwissenschaft, also Metallurgie. Wir haben morgen ein Meeting. Ich glaube, ich werde ins Labor eingeladen. Weiß ich nicht. Ich glaube, ich wäre ein bisschen misstrauisch. Stationslogbuch, Dr. Judith Tatienne. So nervös war ich zuletzt bei der Verteidigung meiner Doktorarbeit. Ich habe 4 Stunden mit Viktor und seinem Team über theoretische Metalle und Atombindungen geredet. Inklusive eines halbstündigen Ausflugs in den Magnetismus, der mich, glaube ich, nur vom eigentlichen Thema ablenken sollte. Dann habe ich das Labor gesehen. Ich sollte nicht zu viel sagen, aber das Periodensystem hat sich damit erledigt. Interessantes Gedankenspiel auf jeden Fall. Weil ich muss sagen, Chemie habe ich immer gehasst mit dem Periodensystem. Aber trotzdem vielleicht cool, wenn es irgendwas gäbe, was die aktuelle Physik und Chemie komplett auf den Kopf stellen würde. Wäre das, glaube ich, schon was Interessantes. Aber ich wüsste nicht, warum man das dann unter Verschluss halten sollte. Maximal vielleicht, wenn eine Gefahr davon ausgeht. Oh, das ist cool hier mit der Ausstellung. Da hinten ist erstmal nichts wahrscheinlich. Sieht zumindest so aus. Das passt soweit. Dann gehen wir hier hoch. Wir schauen uns gleich die Sachen an. Wo muss ich hin? Nach da hinten. Dann gehen wir erstmal hier oben lang. Da haben wir wahrscheinlich ein Stück Mond oder ein Meteorit. Nee, warte mal. Meteorit waren die großen oder Asteroid waren die kleinen? War das richtig? Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Das ist eigentlich traurig für mich, weil ich habe damals auch in Physik meine Seminararbeit geschrieben.
Und das war ein astrophysikalisches Thema, darum... Naja, die Mars Exploration Rover Mission startete im Jahr 2003 und ermöglichte die Erforschung des Mars aus der Ferne mit Hilfe der Zivil Rovers Spirit und Opportunity. Während der Kontakt zum Spirit im Jahr 2010 abbrach, sendete Opportunity noch bis 2018, 14 Jahre länger als geplant. Ich glaube, das ist echt so gewesen. Ich glaube, die Namen sagen mir was. Das fände ich cool, wenn hier noch so ein bisschen was eingebaut wird, was mir hier... Abschied von der Erde, okay, das ist auf jeden Fall nichts Echtes. Im Jahr 2150 prognostizierten Wissenschaftler das Ende unserer geliebten Erde. Aufgrund von atmosphärischen Phänomenen wurden Atemluft ins Weltall entweicht. Was? Aufgrund von atmosphärischen Phänomenen würde Atemluft ins Weltraum entweichen, was für sämtliches verbleibendes Leben der Untergang bedeuten würde. Etwa 50 Jahre blieben der NASA und andere Weltraumbehörden, um die Menschheit vor dem sicheren Tod zu retten und zu den Sternen zu bringen. Dass die Menschheit weiterlebt, ist unter anderem der Entwicklung des Grafsantriebs zu verdanken. Ja, ich glaube, es würde auch so funktionieren, je nachdem, wie groß man das Schiff machen würde, je nachdem, wie heißt das, einfrieren, ich weiß es gerade gar nicht, funktionieren würde, oder je nachdem, wie man halt das Leben auf diesem Raumschiff gestalten würde. Wenn es abwechslungsreich ist, so ein bisschen wie bei Wall-E, könnte man wahrscheinlich auch dort vorankommen. Man müsste halt alles recyceln. Das wäre aktuell wahrscheinlich nicht machbar, aber weiß Gott, was in der Zukunft passiert. F1-Antrieb. Das F1-Antrieb wurde für die Apollo-Mondmission entwickelt und war ein flüssigkeitsbetriebenes Raketentriebwerk mit einer einzelnen Düse, das eine Schubkraft von über 6 Millionen Newton erzeugen konnte. In der Supersperrlastträgerrakete Saturn V kamen 5 davon zum Einsatz. Die Kraft des F1-Antriebs war entscheidend, um Raketen von der Erde ins All zu befördern. Das ist korrekt. Also glaube ich. Okay, das ist nochmal das. Saturn V war, glaube ich, oder ist bis jetzt vor kurzem zumindest die Rakete gewesen mit der höchsten Tragelast. Jetzt ist es ja, glaube ich, die von SpaceX, so heißt das Unternehmen. Die ist jetzt aber zweimal kaputt gegangen. Aber ist nur eine Frage der Zeit wahrscheinlich, bis das geändert ist. Man muss aber sagen, dafür, wie schnell sich Technik entwickelt, hat dann doch die Saturn V ziemlich lange den Spitzenplatz belegt. Projekt Prisma. Für das ambitionierte Raumfahrtprojekt zur Biegung der Schwerkraft tat sich die NASA mit Nova Galactics zusammen, den Schöpfern des Voltaire Supercomputers. So entstand das erste Raumschiff, das schneller als das Licht reisen kann. Die ersten erfolgreichen Reisen führten die Astronauten zum Jupiter. Was zuvor Jahre gedauert hat, geschah nun in wenigen Augenblicken. Ja, mich würde mal interessieren, wie wäre dann das Maximalgewicht, die Maximalgeschwindigkeit davon? Projekt Mercury, 1958 bis 1963, eines der bekannten ersten bemannten Raumfahrtprojekte der Menschheit. Das Mercury-Raumschiff sollte einen Menschen für Tests in die Erdumlaufbahn bringen. Insgesamt gab es 6 Flüge. Der früheste war suborbital und dauerte 15 Minuten, während der letzte über 34 Stunden währte und 22 vollständige Umkreisungen umfasste. Also Umkreisungen der Erde. Projekt Apollo, 1968 bis 1972. Die Menschheit landete im Zuge von Projekt Apollo zum ersten Mal auf dem Mond der Erde. Die ersten Mondlandungen am 20. Juli 1969 war bereits Apollo 11, der Apollo 11 Flug. Die vorherigen Flüge dienten dazu, die Module, Umlaufbahnen und andere wichtigen Daten zu testen, damit die Piloten den Mond erreichen und auch sicher zurückkehren konnten. Und da waren die drin. Gibt es so wirklich so ein Museum, wo das ausgestellt wird? Das wäre ja krass. Oh. Nice. Sind die gut? Ich habe keine Ahnung, wir nehmen sie mit. Du trägst so viel Last mit dir. Was haben wir hier? Projekt Gemini, 1965 bis 1966. Das Gemini-Programm war in vielerlei Hinsicht eine Lernmission. Bevor die NASA mit dem Apollo-Programm Menschen auf den Mond schicken konnte, mussten zuerst viele Fragen aus dem Weg geräumt werden. Gemini sollte klären, wie ein Mensch viele
sollte klären, wie ein Mensch viele Tage im Weltall überleben konnte, wie man die Module eines Raumschiffs koppelt und wie die Technologie des Raumanzugs verbessert werden konnte. Man muss ja sagen, wenn man es aus heutiger Sicht sieht, mit was für einer Technik damals die Flüge vonstatten gegangen sind, ist das ein ziemliches Wunder, dass die überhaupt funktioniert haben. Das war der F1-Antrieb. Ich muss sagen, die Szene sieht echt cool aus. Hatten wir den hier schon eigentlich? Mond Rover, ne. 1971 bis 1972. Der Mond Rover war bei den letzten Apollo-Missionen eingesetzt worden, konnte zwei Astronauten befördern. Das Drahtgeflecht-Reifenprofil bestand aus Titan und sollte für Haftung auf der Mondoberfläche sorgen. Zudem war der Rover voll elektrisch und wurde mit Batterien betrieben, deren Energie für die Dauer der Mission ausreichen sollte. Das erste elektrobetriebene Auto dann? Und das auf dem Mond. Die Erde ist rückschrittig gewesen. Gut, ich glaube, wir haben alles gesehen. Nee, warte mal, hier das hier nicht, oder? Prisma. Doch, hatten wir. Was war hier? Leben im Weltall. Zwar begangen schon in den späten 1990er Jahren Langzeit-Weltraummissionen wie die der Internationalen Raumstation. Andere Planeten sollten die Menschheit aber erst rund 100 Jahre später besiedeln. Aus kleineren Außenposten mit 5 Forschungsteams oder weniger wurden schließlich ganze Kolonien auf dem Mars und auf anderen Himmelskörpern unseres Sonnensystems. Stimmt, wenn man bedenkt, dass die Erde bald nicht mehr sein könnte, ist es doch gar nicht so... Müsste man gar nicht so weit reisen. Erstmal reicht wahrscheinlich der Mars. Man würde wahrscheinlich in 50 Jahren irgendwas entwickeln können, wenn wir Sätze wüssten, dass das eintreffen würde. So, dich habe ich aber gehabt, oder? Ne, Eagle. Die Mondlandefähre Eagle der Apollo 11 Mission war das erste bemannte Mondfahrzeug. Ihr Gegenstück war das Befehlsmodul Columbia, von dem die Mondfähre sich löst und wieder andockte. Columbia brachte die Astronauten in den Mondorbit und wieder zurück, während Eagle sie auf der Oberfläche hin und wieder zurück beförderte. Cool, cool. Ich würde gerne dazu noch was wissen, aber das ist wahrscheinlich die Raumstation einfach, oder? Ist das die ISS? Es sieht aus wie die ISS. Mit den Solarmodulen, aber ich könnte mich jetzt halt auch irren. Darum nehmt es nicht für die ganze Wahrheit. So, dann schauen wir mal. Jetzt können wir aber, glaube ich, da hinten. Nein. Ja, wir sind zu schwer. Was haben wir denn hier? Judith, persönliche Aufnahme. Ich verstehe einfach nicht, woher diese Berechnungen kommen. Stimmt was mit den Zahlen nicht? Ist doch alles recht simpel. Das war nicht meine Frage. Wir schaffen es noch nicht mal, eine Materialprobe von dem Objekt zu nehmen. Keine Erklärung für die Gravitationseffekte, kein Bewegungsdiagramm für die harmonischen Frequenzen. Ich kann nicht mal einen Schmelzpunkt bestimmen. Judith. Aber du hast mich monatelang Collider-Prototypen bauen lassen. Und jetzt soll ich Helium-3 hineinpumpen, basierend auf einer Gleichung, die du auf eine verdammte Serviette gekritzelt hast. Du musst mir einfach vertrauen. Das tue ich doch die ganze Zeit. Wir rennen immer wieder krachend gegen Wände. Nichts funktioniert. Und du lässt dir ständig etwas Neues einfallen, als wüsstest du, was passiert. Woher kriegst du deine Informationen, Viktor? Es tut mir leid, Judith. Ich... nicht hier, okay? Irgendwo außerhalb der Basis. Ich sage dir alles. Aber ich lüge nicht, okay? Wir werden hier etwas Wichtiges entdecken. Ich verspreche es dir. Vielleicht ist Viktor auch jemand aus der anderen Dimension. Finde mal Informationen über den Graf-Antrieb-Prototyp. Okay. Mal gucken, ob wir hier was finden. Es sieht gefühlt schon nicht mehr aus wie die NASA-Station. Oder wie irgendwelche Testdinger. Boah, wo ist denn mein Begleiter? Ich würde ihm gerne was abgeben an Gewicht. Vielleicht müssen wir irgendwas mal in Behälter packen, wenn wir eins sehen. So, was haben wir hier drin? Ja, der Raum hat sich auf jeden Fall gelohnt. Und dann noch hier rein. Komm, hier irgendwo ist doch ein Behälter mal. Papiertücher.
kann doch nicht sein. Geh noch mal da hoch. Irgendwo muss doch mal was sein. Kein direkter Weg zu sehen. Hm. Experte. Ah, da sind welche. Energie erforderlich. Von? Ah, einfach hier umlegen. Okay, hier können wir was reinlegen. Oh Gott, warum sind wir so stark überladen? Gefahrenschutz. Das war das Jetpack, was wir aufgenommen haben. 13 Kilo. Aber ist halt echt lohnenswert. Das kann weg, das kann weg. Ich glaube, der ist allgemein besser. Sensor Array. Das kommt mal weg. Haben wir irgendeine Waffe, die wir weglegen können? Nee. Haben wir irgendwie Schrott? Ja. Achso, das sind Quest-Items. Dann kommt noch hier mal was weg. So. Dann können wir die Ausrüstung behalten. Machen hier auf. Und gucken dann, wie es hier weitergeht. Aber erst im nächsten Part. Ich sage nämlich vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sind schon wieder am Ende. Beim nächsten Mal schauen wir uns hier weiter in der NASA-Zentrale um. Bis dahin habt eine wunderbare Zeit. Macht's gut und bleibt gesund. Tschüss.